Terrormission ist angesagt. Und nachdem ich in den letzten paar Episoden versucht habe, möglichst schnell zu agieren, werde ich dies auch weiterhin versuchen umzusetzen. Jetzt habe ich zweimal versucht gesagt, aber es ist ja gleich. Ihr versteht, was ich meine. Verschwinde von hier! Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich auf Feldposten verzichte, sondern dass ich einfach allgemein ein bisschen schneller bin. In der Hoffnung, dass mir nichts passiert, aber auch wenn mir was passieren würde, ist ja das immer noch okay. Weil es ja die Spannung erhöht. Das bedeutet, die schicken wir hierher. Ich habe hier drin noch nie was gesehen direkt, aber das bedeutet ja auch wieder nicht, dass es nicht dieses Mal so sein muss. Und wenn ich jetzt noch einmal die Wörter irgendwie wiederhole, dann drehe ich selber durch. Gehen wir mal hierher. Ach, dieser Lärm. Und ihr zwei geht nach links. Das ist jetzt eher ungeschickt, dass du direkt schon hierher... Ja, aber es muss sein, weil von der Schussposition her... Oder hierher. Der Unterschied ist jetzt nicht gravierend, oder? Ja, besseres Schussfeld nach links. Also ich bin fast überzeugt, dass er was auslösen wird, wenn ich ihn hier schicke. Ach komm. Das ist eine Terrormission. Nee, Computer meint es großzügig mit mir. Dann geh du mir hier. Wie viel Zivilisten müssen wohl das Leben lassen? Uiuiui. Da ist was Großes unterwegs. Und hier drin habe ich eine Türe gehört. Okay. Ja. Darf ich jetzt wieder? Dann mach mir mal die Türe auf. Mal gucken, ob der große Mac dann durchpasst überhaupt. Keine Reaktion, das heißt, wir nehmen dich. Nee. Oder doch? Schwere Entscheidung. Ich wollte ja eigentlich schneller spielen. Das bedeutet, du gehst mir hierher. Da hast du zwar keine Deckung, aber du rettest ihm das Leben. Du wartest mir noch. Dann schicken wir den Großen rein. Geh mir mal bis... Ich bin überzeugt, hier wirst du was sehen. Geh mir mal... Du wirst den ganzen Raum auslösen. Ach gut, wir wollen Action. Okay, das ist Action. Das ist sehr viel Action. Das ist extrem viel Action. Das heißt, wir setzen mal zum kinetischen Schlag an. Ein richtiges Nahkampfduell. Wen habe ich gerade? Ich sehe dich nicht. Das heißt, ich nehme den nächsten. Dann geh mir... Du hast ja eigentlich schon sehr viel ausgelöst. Soll ich es noch spannender machen? Komm. Machen wir es noch spannender. Wenn du jetzt... Wie viel Schaden machst du? Würdest mit Feuer... Ja. Unbekannte Anzahl. Geh mir mal...
Nee. Das ist ja absoluter Bockmist. Dann gehen wir mal hierher. Okay, bin unterwegs. Volles Risiko. Heute sind wir wahnsinnig. Das gab es in der Sonderaktion. 10 Schaden. Okay. Könntest du ihn übernehmen? Bringt wenig. Okay. Dann mach ihn einfach tot. Und da hat sie völlig recht. Der ist auch selber schuld. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt, etwas Anständiges zu lernen. Aber stattdessen wurde er Nahkämpfer. Du wartest mir noch. Du gehst mir vor. Du gehst mir hierher. Unauffällig. Sehr unauffällig. Da reagiert keiner. Mach einen Fellposten. Dich würde ich jetzt aufgrund der Gegenwehr, die hier herrscht. Wie ist das aufgebaut? Du bist doch... Ja, genau. Du müsstest doch hier hinten eigentlich im Schutz sein. Also komm. Soll ich weiter wahnsinnig spielen? Dann würde ich jetzt nämlich ihn hierher setzen und noch mehr Panik streuen. Also auf meiner Seite, logischerweise. Weil das gleichzeitig dafür stehen würde... Ja, wobei... Nee. Okay, das wäre jetzt wirklich ein bisschen übertrieben. Andererseits hierher und... Nee, das siehst du ihn aber ganz sicher nicht. Puh. Also wenn ich ihn hierher setze, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit was entdecken und gleichzeitig eben was auslösen. Oder ich setze ihn hierher. Da hat er nur einmalige Deckung. Hierher? Durchs Fenster, nach links. Gute Deckung. Aber trotzdem was auslösen. Können wir eigentlich direkt hierher. Würde auch keinen Unterschied machen. Ach komm. Wir wollen jetzt mal wirklich völlig wahnsinnig spielen. Ja, da sehen Sie schon. Heute hat's den Wahnsinn im Sonderangebot gehabt. Ja, nicht schön. Ach, und jetzt kommt die Rache. Ich hätte nicht rendern sollen. Irgendwie hat der Computer heute extrem Mühe. Ui! Kommt ein bisschen unerwartet. Das kommt ein bisschen sehr unerwartet. Und jetzt kommt Schmerz. Ne, der heißt vor. Glück gehabt. Der Schmerz folgt noch nicht. Ach, schön. An allen Ecken und Enden sind sie gleichzeitig. Okay. Wo beginnen wir? Mit was fangen wir an? Ich würde behaupten, wir fangen mit dir an. Du hast, glaube ich, die einfachste Entscheidung. Ihn oder ihn? Übernehmen kannst du ja keinen von beiden.
Den großen oder den kleinen? Den großen würdest du einfacher treffen, aber das ist ja nicht... Nee, wir machen es noch anders. Und du hast ein echtes Problem. Du könntest natürlich... Kannst du Psy-Panik? Schade. Also, du hättest 57, 63, 63, 51, 61! Also, dich hierher zu bringen, war vermutlich eine der dümmsten Ideen seit Ewigkeiten. Dann schauen wir doch mal hier vorbei. Dich muss ich aus dem Gefahrenherd bringen, das bedeutet, wir gehen mal... Halt die grundsätzliche Frage, wie groß ist dieser Gefahrenherd? Also, der heizt auf. Das bedeutet, hier erfolgt bald ein Raketeneinschlag. Heißt, ich muss die wegbringen. Ich weiß halt nicht, wie groß dieser Wirkungsbereich der Raketen ist. Das heißt, ich könnte eigentlich hierher sie gleichzeitig retten. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich hierher gehe, müsste ich doch eigentlich von links flankiert werden. Also lassen wir es mit der Rettung. Oder wir nehmen... Nee, das bringt auch relativ wenig. Eine Idee wäre natürlich auch, den Raketenangriff zu nehmen und hier einfach mal so pro forma... Komm. Komm. Tu nicht blöd. Komm hierher. Komm. Nein. Genau, hier pro forma einfach mal reinzuschießen. Das wäre natürlich die andere Möglichkeit. Jetzt versuchen wir mal Folgendes. Wie weit kommst du? Würde das reichen mit dem EMP? Dann gehen wir mal hierher. Bin unterwegs zu neuer Position. Jetzt werde ich den nächsten auslösen. Oder? Nö, macht er nicht. Elektroimpuls. Sehr schön. Mal gucken, ob ich ihn unterbrechen kann. An welchem Verbündeten? Ach, da hinten. Sorry, du musst für das Wohl meiner Soldaten sterben. Oder als Versuchskaninchen. Du wartest noch? Ich glaube, der lädt aber immer noch auf. Das heißt, du könntest hierher... Da wärst du schon mal näher. Komm. Dann hättest du 75% auf den. Bei dir bringt jetzt der Raketenwerfer eigentlich relativ wenig. Das heißt, wir gehen hierher. Dann hast du zwei Ziele, entweder ihn oder ihn mit 76. Ihn könntest du ja eigentlich... Machen wir auch. Wir übernehmen ihn. Wäre dich nicht. Geben wir ihnen was zu tun. Wie weit könntest du? Du hättest immer noch Sturm und Schuss. Das heißt, deine Möglichkeiten sind ein bisschen besser. Bist du draußen oder drin? Ich würde... vorschlagen, wir bringen dich mit Sturm und Schuss hierher. Wir versuchen es. Sturm und Schuss. Bring sie zur Strecke. Geh mir hierher. Verstanden. Unterwegs. Wir packen alle wahnsinnigen Taktiken aus, die wir kennen. Dann hast du den hier mit 82. Bitte, 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 bitte triff, bitte triff, bitte triff.
Sie trifft, aber nicht tödlich. Aber das ist nicht mal so schlimm. Das bedeutet... Du hättest noch eine Granate. Warten wir noch. Ich möchte das Resultat von ihr wissen. Du hast zwei Ziele. 93 oder 80. Du könntest natürlich hierher... Also ich muss... Wie weit kommt der ungefähr? Der kommt... Ich hoffe, ich rechne das richtig. Obwohl es eigentlich nicht so eine Rolle spielen müsste. Geh mal hierher. Du stehst in der Flanke und hast plötzlich nur noch 85. Okay. 10 Schaden. Ey, bitte triff, bitte triff, bitte triff, sonst geht meine ganze Taktik nicht auf. Gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht, mein Mädel. Das heißt, wir schicken dich jetzt hier nach unten. Du spielst einen Lockvogel für ihn. Du gehst mir... Ja, könntest eigentlich, wobei vom Ziel... Ja. Du könntest ja eigentlich auch hierher. Oder hier. Weiter weg. Geh mal hier. Hast du drei Ziele? Den hier und selbstverständlich ihn hier. Jetzt ist die grundsätzliche Frage 89% oder mieser Trip? Geht gar nicht. Okay. Handgranate und 100% ausschalten oder mit 89 versuchen, uns hoffentlich schaffen. Hand, ja komm. Komm. Weg damit. 100% ist 100%. Unbefördert. Jetzt seid ihr dran. Mal gucken, was ihr vorhabt. Was, der hat den hinteren? Okay, der hat einen ganz komischen. Da hätte ich ihn nicht erwartet. Was hast du vor? Au, nicht, nicht, nautsch. Au, au, au. Oh, das wird ganz hässlich. Ui, ui, ui. Oh, zum Glück kümmert er sich zuerst mal um die Zivilisten, nicht um mich. Stehe ja ganz schlecht hier. Ja, dich habe ich erwartet. Aber nicht so weit bewegen, bitte. Bitte nicht so weit bewegen. Ui, ui, ui. Er kann sich tatsächlich so weit bewegen. Nein, nein, nicht. Uff. Das wird schlimm. Das wird schlimm. Das wird schlimm. Okay. Wir machen Folgendes. Wenn ich die abfeuere, treffe ich beide. Da will ich beide treffen. Ist natürlich ein bisschen Blödsinn, weil... Moment mal, haben wir noch irgendwo einen Granatwerfer? Einen Granatwerfer, einen... Ruf des Blutes. Alien-Granate. Also, du gehst mir... Wir machen das wie letztes Mal. Du gehst mir hierher. Also wie letztes Mal. Ihr habt den Vorgänger vielleicht nicht gesehen. Deshalb kennt ihr meine Taktik hier noch nicht.
Diese Aktion verursacht Schaden an einem Verbündeten. Das ist nicht ein Verbündeter, das ist ja der übernommene Soldat. Das heißt, wir schädigen uns gleichzeitig selber. Oder das würde denn das andere Schaden machen? Mal kurz gucken. Das sind 5 Schaden, das würde 10 Schaden bedeuten. 8 Schaden, okay. Das bedeutet, ich mache hier eigentlich mehr Schaden so. Und bin gleichzeitig die Granate los. Hättest noch die Möglichkeit der Gedankenkontrolle. Oder du könntest auch ihn hacken hier draußen und ihn übernehmen. Hättest du denn... Du wärst hier doch, glaube ich, in Halbdeckung gegen ihn hier. Das sind natürlich jetzt ganz, ganz hohe Taktiken, die ich hier anwende. Also es wird jetzt ein Verletzter regnen. Aber ich würde das jetzt gerne probieren. Oder ihn hier draußen übernehmen. Mal kurz warten. Du kannst dich übernehmen. Du könntest aber nochmal einmal zurückeilen. Also ihn hier ausschalten ist jetzt nicht so einfach. Also ihn muss ich jetzt eigentlich kiten. Da darf mir einfach keinen Schaden machen, weil sonst bin ich tot. Das bedeutet, der hat auch keinen doppelten Schuss. Also ich kann hier nicht... Wir ziehen ihn zu den anderen. Also komm, hierher. Wenn ich jetzt hierher gehe, reicht mir das vermutlich nicht von der Distanz her. Ich habe ein bisschen Angst. Wobei, Moment mal, wenn er sich ein zweites Mal bewegt, darf er ja nicht mehr... Darf er ja eigentlich nicht mehr schießen. Also ich habe mich hier ein bisschen zu weit bewegt. Vermutlich geht er jetzt auf den Zivilisten los. Nehme ich jetzt einfach spontan an. Also wir gehen mal... Wir gehen mal hierher. Und dann feuern wir trotzdem schon mal auf ihn. Schade. Schlecht. Bei dir könnten wir jetzt immer noch verschiedene Dinge probieren. Also entweder ich mache Gedankenkontrolle. Mal gucken. 84% Trefferwahrscheinlichkeit. Soll ich nicht? Was kann ich denn anstellen mit ihm? Eigentlich sollen die sich gegenseitig erledigen. Also, ich wollte eigentlich schneller werden, aber ich habe jetzt gerade Taktikprobleme. Also wirklich kleinere Taktikprobleme. Ich würde sie jetzt sehr gerne hier draußen nehmen und dann ihn hacken. Ich glaube, durch die Wand kann ich nicht hacken. Soll ich es trotzdem mal probieren? Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, wenn ich... sie hier setze, dann fängt doch der an, sie anzugreifen. Also komm, wir probieren's. Ach, das ist jetzt wirklich purer Wahnsinn. Komm. Drei Ziele.
Nee, ich wollte eigentlich schon bei dir bleiben. Du hast drei Ziele. Das ist das hier. Das hier. Oh je, hier hinten steht ja nochmal einer. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Okay, müssen wir doch Gedankenkontrolle machen. Ich wollte eigentlich was ganz anderes. Versuchen wir unser Glück. Okay, der eine Plan funktioniert schon mal. Das bedeutet, bei dir würde ich jetzt diesen Roboter hier ausschalten, damit er die Gefahr auch nicht mehr ist für sie. Und bei dir würde ich... Wir haben ja mehrere Raketen. Also eine der Möglichkeiten wäre... Ja, du kommst hier gar nicht durch, oder? Du kommst hier schon durch, aber... Nee, du verletzt mir ja zu viele. Das bedeutet, wir könnten hier schießen. Und einfach... hier sehr viel Schaden machen. Wäre die andere Möglichkeit. Wobei, dann wäre die Bedrohung hier auch... Nee, machen wir auch nicht. Niederhalten. Deckungsfeuer. Versuchen wir lieber das. Das sieht's nicht aus. So. Dann würde ich... Ich hoffe, der überlebt das. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Faustkampf. Geh mir... hierher. Und mach einen kinetischen Schlag. Geh das bitte... Nein, du machst die Deckung auf jeden Fall kaputt. Ach, das ist Scheibenkleister. Dann hätte ich doch besser, wäre ich viel besser hier, wenn ich das gewusst hätte. Schlecht. Ich hoffe, du überlebst das hier. So, kümmere dich doch bitte um... Okay, du kümmerst dich wieder um den Zivilisten. Ist dir das ja völlig egal, dass du neben einem stehst, der dir Schaden macht? Wir haben ihn blockiert. Autsch! 15 Schaden! Schaden. Du hast dich bewegt, warum schießt du nicht? Hallo? Er bewegt sich! Ich verstehe es nicht. Jetzt schießen sie sich schon gegenseitig hier. Das ist okay. Okay. Das bedeutet, jetzt wird's noch lustiger. Dann geh mir mal überlegen. Doch. Begebe mich an neue Position. Geh mir hierher, mach mir nochmal einen kinetischen Schlag. Und zwar in die Richtung, dann sollte ja eigentlich hinten das Fahrzeug explodieren und du solltest Schaden doppelt bekommen. Mal gucken, ob der Plan funktioniert. Oder hätte ich auf das hintere Fahrzeug? Blöd. Okay, du gehst mir nochmal ein bisschen zurück. Könnten wir ihn wieder kiten. Gehen wir mal hierher. Ich hoffe, das reicht von der Distanz. Wie
steht es denn hier mit der Psy-Panik? Nee, das geht nicht so gut. Das interessiert ihn logischerweise auch nicht. Das heißt, wir probieren es jetzt einfach mal mit der Plasma-Pistole. Das war eine Fehlplanung. Das war eine kleine Fehlplanung. Da ist mir jetzt gerade die Taktik in die Hose gegangen. Ich wollte ihn eigentlich... Ja, okay. Das heißt, ich muss jetzt von der Distanz her... Ich hoffe, ich schaffe das noch, ey. Hierher. Hey, bitte triff. Wenn du nicht triffst, ist er tot. Du triffst. Aber ich ist eventuell zu nahe. Mal gucken, wie das wird. Wo bist du? Okay. Du hast zwei Ziele. Das eine ist das hier oder den hier. Nee, der interessiert mich nicht im Moment. 57. Könntest du die Trefferchance denn verbessern, wenn du irgendwo hingehst? Geh mal hierher. 65. Gut getroffen. Gutes Mädel. Du müsstest... Du hast nicht mehr lange zu leben. Also zu leben hast du schon noch lange, aber die Zeit läuft dir langsam ab. Das heißt, du nimmst mir einfach den so aus unter Feuer. Auch gut gemacht. Du wartest mir noch. Ich muss zuerst mal wissen, ob ich den hier hinten ausschalten kann. 75%. Okay. Warte mir noch. Du gehst... 75%. Ich könnte dich... Hier wärst du in Deckung. Hey, wehe, da löst jetzt einen Reflexschuss aus. Dann verstehe ich das Spiel wirklich nicht mehr. In Bewegung. Da löst einen Reflexschuss aus. Nein! Nein, nicht treffen! Nicht treffen! Nein, warum denn? Warum löst denn Reflexschuss aus? Das verstehe ich nicht. Das letzte Mal hat es doch auch nicht. Nein, 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 nein. Super. Plan in die Hose gegangen. Ich wollte was ganz anderes sehen. Und daneben. Nein, jetzt wird's katastrophal. Jetzt wird's katastrophal. Okay. Ich wollte was... Mein ganzer schöner Plan geht gerade komplett den Bach runter. Ich wollte was völlig anderes. Ich wollte den hier nach hinten schicken. Und hier... Naja. Dann halt nicht. Müssen wir das dazu lösen. Oder... Moment mal. 70, 70, 50. Nee, ach, das nervt mich jetzt. Blödes Reflexfeuer, hey. Ich verstehe auch der Sinn des Reflexfeuers nicht ganz. Also komm, also jetzt bist du tot. Jetzt kommt das Fahrzeug, bitte. Das Fahrzeug explodiert nicht. Eigentlich hätte er mit dem Fahrzeug zusammen explodieren müssen. Und hier unten da stirbt jetzt auch gleich jemand. Oh. Alles Fehlplanungen im Moment. Hat eigentlich gut begonnen.
hat eigentlich gut begonnen. Und jetzt geht's ein bisschen schief. Schade. Macht's allerdings auch ein bisschen spannend. Jetzt haben wir noch 2 Runden Zeit. Ach, jetzt bist du ja immer noch in Panik. Du hast nur ein Ziel. Dürfte ich das Ziel noch sehen? Alles klar. Das heißt, ich muss dieses Ziel jetzt unbedingt ausschalten, egal was es kostet. Du könntest eigentlich noch... Okay, du könntest eigentlich noch hier nach hinten eilen. Also, wer ganz sicher... Du solltest doch den locker ausschalten können. 56%. Du hast noch mehrere Granaten. Okay, dann machen wir es folgendermaßen. Wobei, du hast noch einen Raketenwerfer. Ach, ich wollte schneller werden und ich werde gerade viel langsamer. Aber das ist, weil es jetzt besonders gefährlich ist. Aber ihr müsst es doch eigentlich zu zweit schaffen, locker. Also komm, probieren wir es mal. Wie das aussieht. Bring ihn doch einfach so um. So. Du musst sterben. Das heißt, wir bringen dich... Nee, weißt du was? Wir bringen dich hier mitten rein. Mal gucken, wie weit würdest du es... Du würdest es nicht schaffen, oder? Ah, wobei, hierher. Also Ziel ist, dass du nachher stirbst. Dann hättest du 50, 30. Okay, komm. Mal gucken, ob du es mit den 50% schaffst. Du hast ja eh sonst keinen Sinn mehr. Daneben. Nicht so schlimm. Bei dir ist es jetzt... Ich will dich eigentlich durch sie tot sehen. Also geh mir mal... Gehen wir mal hierher. Und dann nimmst du ihn unter Feuer. Das Problem von ihm hier hinten haben wir immer noch. Wer soll ihn töten? Und das Verbluten wird langsam zum Thema. Das heißt... Das Schöne ist umgekehrt jetzt natürlich, dass hier draußen ist ja die Gefahr abgewendet. Das bedeutet, ich könnte mich, sobald der hier tot ist, nach links orientieren. Bedeutet auch wiederum für mich, ich... Bedeutet für mich, ich mache das eigentlich zu kompliziert. Geh mir... Hierher. Auf dem Weg. Nein, wieder Reflexschuss. Warum kann denn der... Ich verstehe denn nicht, den Gegner. Ich verstehe denn nicht, den Gegner. Das hat, einmal hat er es nicht gemacht und jetzt kann er ständig, oder wie? Jesus Gott im Himmel. 71%. Das ist mir zu blöde. Weg mit dir. Granate! Ich habe noch 2 Runden Zeit, diesen Einsatz noch halbwegs erfolgreich hinter mir zu bringen. Das bedeutet, wir geben ein bisschen mehr Sorgfalt. Du gehst mir... Du gehst mir hier. Position bestätigt. Und du schmeißt mir... Mal gucken. Würdest du beide treffen?
Ja, du triffst alles. Oder? Wie hoch sind die Trefferwahrscheinlichkeit? 23, 3. Nö, das ist mir zu blöde. Da räumen wir anders auf. So. Jetzt ist das Problem, der hier wird jetzt gleich vorbei sein. Die Frage ist, kann ich... Ich hoffe, die Runden zählen. Nee, bin ich natürlich... Ach du Kacke. Ich hab je nachdem ein Riesenproblem. Ach du Kacke. Ich habe je nachdem ein riesen Problem. Geh mir hierher. Dann hast du aber keine Deckung. Ich möchte einen Reflexschuss auslösen. Wenn ich dich hierher spurten lasse. Also mein Ziel ist momentan, ihn hierher zu setzen, dann gibt es einen Reflexschuss, nämlich wenn der sich vermutlich wieder bewegen kann. Das heißt, wir machen Sturm und Schuss. Wir machen Sturm und Schuss. Gehe zum Angriff über. Und komm. Hierher. Mach mir einen Fellposten. Bitte töte ihn! Nicht den! Ich muss mir was überlegen. Und ich glaube, ich habe eine Lösung. Die wird sehr explosiv. Warum kannst du? Wieder ein Zivilist, das Leben verloren. Okay, jetzt wird's richtig suizidal. Als allererstes brauche ich. Nicht dich, nicht dich, nicht dich. Ich brauche ihn hier. Genau, dich brauche ich. Das heißt, du gehst mir hierher. Jetzt würde ich gerne sehen dich. Genau. Moment mal. Nee, ich muss nochmal umschalten. Tut mir leid, es wird jetzt ein kleines Wirrwarr geben. Schwebst nicht mehr. Du gehst mir an Boden. Perfekt. Du könntest jetzt eigentlich... Nee. Wir warten. Ich könnte jetzt noch was machen, aber... Klappt das? Das klappt. Da wischt's beide. Oder ich könnte es natürlich noch einfacher machen. Gehen wir mal. Reicht das? Wie groß ist dieser Elektroimpuls? Das müsste doch reichen. Okay. Geh mir. Nee. Fast wieder ein Fehler gemacht. Mieser Trip. Dann hast du 100% Trefferchance nur auf ihm. Okay. Du hast doch noch einen Raketenwerfer. Genau. Jetzt hoffe ich einfach, dass es klappt, so wie ich mir das denke. Okay, du triffst den Vorderen nur. Ist nicht so schlimm. Mit dem Resultat kann ich leben. Hauptsache, sie sterben. Und tschüss. So. Dann gehst du hier rein. Du kannst doch... du kannst bis... Hierher. Bin unterwegs. Mach mir einen Elektroimpuls. Nein, es reicht nicht. Nein. Also gut, dann... Mist.
Hey, das muss doch klappen. Die Frage ist jetzt, wie genau ist dieser Sichtbereich? Komm. Beide tot. Perfekt. Gelöst. Du wartest. Ich brauche eigentlich nur noch etwas. Du machst einen miesen Trip. Dann ist der nämlich auch tot. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Was für ein Chaos. Operation Geheimer Kaiser. Ergebnis 12 Prädikate ausgezeichnet. Das war bei den getöteten Aliens. Verlorene XCOM-Einsatzkräfte 0. Leider schwer verletzt. Und zwar nur, weil ich nicht... Ich verstehe diesen Reflexschuss von dem nicht. Ich werde mich einfach zukünftig fast nicht mehr bewegen. Gerettete Zivilisten 9 von 18, genau die Hälfte. Und an taktischen Möglichkeiten fast ausgeschöpft, was möglich war. So ungefähr hatte ich es mir zwar vorgestellt, aber... Ach, Mist. Schwer verletzt. Schlecht, schlecht, schlecht. Zum Glück ist er nicht gestorben. Das wäre tragisch gewesen. Und die Furien des Krieges hätten sich von einem Mitglied verabschieden müssen. Ja, ich glaube, ich werde heute keine Episode mehr aufnehmen. Mein PC ist völlig am Anschlag, was der immer wieder für Probleme macht. Schwer verwundet, 7 Tage. Ach. Fast wäre das Ehepaar getrennt worden. Tut mir leid. Ist mein Fehler. Absolut mein Fehler. Wähler 75, ja gut, das geht noch. So schlimm ist es noch nicht. Alle Gegenstände mit begrenzten Einsatzhäufigkeit erhalten einen zusätzlichen Einsatz. Tiefe Taschen. Du wirst Leutnant. Das bedeutet, dir geben wir verkrüppelten Schuss. Und zwar einfach, weil der vorteilhaft ist, wenn die Aliens einen von uns übernehmen. Dann kann der nämlich jetzt auch diesen verkrüppelten Schuss machen und hoffentlich somit das Leben aller Beteiligten retten. Hoffe ich mal. Vielleicht ist es auch eine Fehlplanung, aber von diesem Gefechtsscanner halte ich zwar auch sehr viel, aber der scheint mir nicht so wichtig zu sein. So. Ansonsten ist das nicht so schlecht gelaufen. Mehrheitlich. Artefakte geborgen, 2 schwerer Schwebeleichen, 3 Mutantleichen, 2 Berserkerleichen, 2 Chrysalidleichen, Sektopotenwrack, 2 Drohnenwrack, 6 Elirium, 12 Endelegierungen, 10 Waffenfragmente und 5 Meld. Wo zum Geier habt ihr die gefunden? Der Einsatztrupp, den XCOM nach Ägypten entsandt hat, konnte in Kairo erfolgreich einen Terrorangriff verhindern. Die Panik hat sich in ganz Afrika gelegt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Das Auge wird mir schon lange wehtun. Längstens. Eigentlich. Okay. Gibt's keine Panik mehr. Überhaupt nirgends. Nicht mal ein bisschen. Die Welt ist zufrieden. Außer Deutschland. Das hat schon fast Symbolcharakter. So. Das war's für diese Episode. Taktisches Vorgehen meinerseits einfach nur verrückt. Überhaupt mal. Alles, was mit Vorsicht zu tun hat, aus dem Lehrbuch gestrichen und kopflos nach vorne gerannt. Hätte ja auch, wie beschrieben, eigentlich gut geklappt, wenn ich diesen blöden, großen Roboter besser im Griff hätte. Ja, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Ich glaube, ich schlage mich ein oder zweimal. Vielleicht weiß ich es dann noch nächstes Mal. In dem Sinne, wir sehen uns vielleicht in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zusehen.